Leute, heute wollen wir eine Menge Spaß haben und zwar bei Anime-Duelle, denn wir haben den Main-Charakter himself, Jaden Yuki, aber wichtig in der Manga-Version, denn dort haben wir ganz andere Karten als im Anime, von daher macht das Sinn, das Ganze zu trennen und wir spielen gegen Bastion, ja, gegen Kumpel von uns und da bin ich natürlich gespannt, wer das Ganze gewinnen wird, eben ob CK Phoenix das Ganze nach Hause holen wird oder eben ich mit Jaden. Ich würde erstmal auf mich setzen, aber das tut man, glaube ich, immer. Falls ihr sehen wollt, wer wirklich gewonnen hat, das Ganze ist ein Best of Three. Bedeutet also, falls ihr wissen wollt, welcher Charakter das Duell gewonnen hat, geht rüber zu CK Phoenix. Dort wird eben der Rest ausgespielt. Und jetzt gehen wir direkt ins Deck. Normalerweise stelle ich jetzt ja hier Stück für Stück vor, welche Karten wir hier drin haben. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Aber vorher eine kleine Erklärung. Denn ich habe ja bereits gesagt, dass der Manga-Jane komplett unterschiedlich zum Anime-Jane ist. Doch wie kommt das Ganze? Naja, zunächst wurde erst der Anime gemacht und dann später der Manga gemacht. Bedeutet also, das ist hinterher. Und man hätte jetzt natürlich theoretisch mit dem Manga einfach 1:1 den GX-Anime halt machen können. Aber nein, man hat sich dazu entschieden, was komplett anderes zu machen. Mit auch komplett anderer Story oder ähnliches. Dementsprechend haben wir kein Elementarheld-Neos oder ähnliches. Kein Grand Mull und ähnliches. Aber was wir trotzdem haben, natürlich Elementarhelden. Und die haben wir hier auch drin. Denn man setzt hier eben nicht auf Neos oder ähnliches. Wie gesagt, storytechnisch gibt es das gar nicht. Sondern wir setzen auf maskierte Helden. Und da kommen die übrigens her. Falls jemand fragt, ja, wo kommen diese maskierten Helden her? Jane spielt die gar nicht, doch, im Manga. Und das gucken wir uns jetzt nämlich an. Natürlich dann erstmal die OGs, Helden, ne? Bestiatrix, Avian, Clayman, Sparkman. Das Besondere hierbei ist auch allgemein, dass Jaden zwar die, wie gesagt, die Retro-Helden spielt, aber im Extra-Deck eigentlich nur mit Eigenschaften und mit Namen arbeitet. Also mit Namen wie zum Beispiel ein Elementar-Held-Monster. Und das ist sehr strong, weil das heißt, wir können quasi alles mit allem fusionieren und sehr starke Monster rufen. Vor allen Dingen, weil die auch meist deutlich später kamen dann. So, dann haben wir hier gefühlte Kuribo. Es ist Jane, muss natürlich rein. Dann Eissacke, super gute Karte, kann direkt angehen. Bubbleman, ist auch solide. Wildhead, unterschätzt man. Dann Woodsman, ja, solche Karten hat er dann gespielt. Ne? Polymation suchen. Ocean, kann man sich Monster suchen. Stratos, ja, komm Leute. Ne? Heat, einfach eben für den Beatstick. Dann für ein bisschen Burn, aber einfach auch Name und Feuer. Feuer natürlich auch nicht schlecht mit dem Extra-Deck. Dann haben wir hier im Voltic Effekt, spezieller, aber Licht. Auch wichtig. Dann Thunder King Rayo. Ja, Jane hat es gespielt. Komplett busted. Heldenblitz ist Draw Power. Ist Draw Power indirekt, indem wir uns eben Pot of Greed holen oder ähnliches. Also gar nicht schlecht. Und ja, MVP des Decks. Shadow Mist, beziehungsweise Schattennebel. Komplett stark. Und das war's dann auch. Wir haben nicht so viele Monster, aber wir können uns einige holen durch andere Karten. Erstmal Schwerter. Tipptopp. Poli. Super gut. Wiedergeburt. Wie gesagt, Topf. Normal. Seelenerlöser. Kann gut sein, jetzt andere. Verstärkung. Tipptopp. Wiederholen. Tipptopp. Fusionieren vom Friedhof. Tipptopp. Fusionieren von Banish Spy. Tipptopp. Drawn. Super. Soll ich mal was sagen? Wiederholen. Super. Wiederholen. Super. Wolkenkratzer. Ja, komm. OG. MST und dann die drei Maskenwechsel, die komplett strong sind natürlich in diesem Format, weil jedes Monster gefühlt ist. Dann haben wir Heldensignal natürlich. Heldenbarriere. Angriff annullieren. Dann Schutzelemente. Gute Konterfalle. Und wieder Callball, wie bei jedem Deck. Dann haben wir Flammenflügelmann als Oldschool hier drin. Ist speziell, aber dann wie gesagt, Gaia. Braucht einfach nur Elemental halt Erde. Maskierte Helden, Feuer, ich hab's gesagt, hier, Feuer, Feuer, Finsternis, Wind natürlich, dann, das ist eigentlich sein Ace-Monster im Manga, jetzt, man glaubt es kaum, wie gesagt, hier dann mit eben Ocean und Woodsman, haben wir beide drin, kann man rufen, dann haben wir Heat und Lady, also es gibt noch ein paar mit Namen eben, die sprechen, dann Absolute Zero, stark natürlich, ja, Shining stark, Tornado stark, dann haben wir Wasser, Erde, Licht, Wind, und nochmal Finsternis für maskierte, für die maskierten Karten. Was soll ich sagen, Leute? Es ist komplett strong. Also das Deck ist ultra stark. Also sobald du einen der Maskenwechselkarten hast, ist das Duell schon so gut wie gewonnen, würde ich behaupten. Aber ob das wirklich so ist, werden wir jetzt natürlich im Duell sehen. Also keines Duell. Und Spaß haben. It's time to duel. Meine Noten sind besser als deine. Wow. Da fängt er gleich so Streber an. Weißt du, das macht dich nicht sympathisch, mein Lieber. Das macht dich nicht sympathisch. So. Ja, ja, ja. Und ich zeig dir, dass Noten nicht alles sind. Es kommt auch auf den Spaß an und ich bezweifle, dass du den hast. Dementsprechend würde ich sagen, muss ich gucken, ich muss ihn lesen. Okay. Dementsprechend fangen wir hier ganz entspannt an. Und zwar. Wir beschwören Lady Heat! Okay. Und wir machen. Burn! Endphase! 200! Boom!
Die können am Ende relevant sein. Wenn ihr den Lebenspunkt nicht ehrt, ist es Duell-Sieges nicht wert. Okay, das stimmt, fair enough. So, dann zeig mal hier. Ja, ich zeig dir, und zwar meinen Adligen der Vernichtung. Nein, nein, nein. Das ist doch safe die bessere. Verbannes, dann, falls eine Falle war, zeige. Nein, ich hasse. Heldensignal. Kann man das Deck anschauen? Geil, okay. Ah, ich kann ein ganzes Deck sehen, das ist aber schön. Ja. Warum spielst du denn so krasse Karten? Sehe ich jetzt erst. Ja, was dachtest du denn? Elegante Wohltäter und so, warum spiele ich das denn nicht? Ja, Pech, dafür habe ich Mizuki. Toll, Alter. Ah, bam. Mein ganzer Plan ist einfach zunichte. Oh, Mann. Ja, das war's mit Heldensignal. Der wäre so gut gekommen und du weißt es auch. So, ich ziehe. Ja, Summon Stratos, let's go. I wish, ey, I wish. Oder Summon Shadow Mist wäre ja noch besser. Boah, ist das alles schlecht. Da bist du erstmal ganz entspannt in Nummer hier. Na dann. Würde ich meine Karte ziehen? Ja, ja. Und ich rufe Onmoraki. Was ist das? Also ich habe keine Ahnung. Ich greife an mit Mizuki. Ah, da hätte ja sogar der andere gereicht. 1200, boom. Ja, aber strategisch war das schon schlauer. Ja, schon. So, dann ziehe ich. Droh! Also man könnte meinen, es wird besser, aber es wird's nicht. Ich beschwöre, du zahlst Bugman! Okay. Und dann geben wir dir mal eine Karte. Ah ne, durch den Karteneffekt. Da, das war ärgerlich. Battleface! Ja. Angriff! Ja, dann darf ich leider nicht ziehen. So, dann setzen wir noch eine Karte verdeckt. Dann bist du dann. Okay. Warum hat Mizuki 1-7? Er ist schon ein bisschen frech. Mal, jetzt weiß ich nicht, wie das funktioniert. Nee, das ist aber eigentlich eh egal. Ich weiß auch nicht, wie was funktioniert hier. Ich rufe Hydrogeddon. Oh. Ah, es geht um Doppelkill, ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob der sich dann aktiviert. Der müsste, aber ich weiß es jetzt nicht. Und ich will es ehrlich gesagt auch nicht riskieren. Muss ja auch gar nicht. Du hast ja eh die Dominanz. Kaboom! Kaboom! So, dann mach mal. Es ist nur ein Beatstick hier. Es ist ja nichts hier einfach. Von beiden Seiten gerade. Ey, ich würde es cool finden, wenn ich ausnahmsweise mal Wasserdrache beschwören könnte, aber. Tja. Ja, let's be real, das sind ein paar Karten, die man dafür braucht. Gegen Zombie! Hilft nur! Der Vampirtopf! Nein! Draw two! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut oder schlecht? Weiß ich nicht! Es könnte jetzt beides sein. Ja, das ist wohl wahr. Und ich glaube, es kann auch beides sein. Also, das ist jetzt sehr abhängig, was du machst. Okay, ich würde sagen, ja? Ich opfere. Nein, das war nicht das, was ich meinte. Hydrogeddon und Mizuki nein, für Rota Oga. Nein, nein, das ist nicht das, was ich meinte. Hallo. Das ist dein Effekt. Nein. Ich werfe Carbonettern ab. Nein, es ist doch okay, mein Lieber. Und auch Wasserdrache. Es ist okay, mein Lieber. Es ist, zurück auf die Hand, zurück es auf ist die Hand. Nein! Ah, ich hasse dich. So, und dann benutze ich den Effekt von Mizuki. Ich rufe meinen Onmoraki. Oh. Angriffsmodus. Und ich darf eine Karte ziehen, weil er vom Friedhof beschworen wurde. Das ist so gut. Ich bin der Kombo, soll nicht du. Ja, und das war's noch lange nicht. Mein Friedhof, ja. Der ist am Leben. Carbonettern. Oh, das wird so wehtun. Ich muss den aber leider in Verteidigung beschwören. Ja. Noch eine Wincon. Und dann aktiviere ich lebendes Fossil. Bitte was? Oh, ich hole meinen Hydrogeddon zurück. Aber sein Effekt wird annulliert, oder? Ja, sein Effekt wird annulliert. Und er verliert, glaube ich,
Oh. Ja, 1000 Attacke. Menge. Du meinst es ganz schön ernst, mein Lieber, ne? Ja, ich greife an mit Hydrogeddon. Na, das ist vollkommen fein. Dann mit Onmoraki. Digga, als ob du danach noch 100 Lebenspunkte hast, ne? Genau deswegen will ich das gar nicht so weit kommen lassen. Ich muss mal eben. Muss mal eben was lesen hier. Ziemlich guter Effekt, ja. Ja, dann ist es ja sehr egal. Ich aktiviere Ruf der Gejagten. Und beschwöre meinen Altar Sparkman zurück aufs Spielfeld. Okay. Damit dann kannst du nicht mehr angreifen. Aber mein roter Ogre kann angreifen. Das ist mir komplett egal. Ich möchte nur diesen Zug überleben. Ja, wenn du das sagst, okay. So, dann zeig mal, was du kannst. Dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn du diesen Zug jetzt überlebst. Ja, du mystischer Raumtaifun! Zerstöre deine Karte. Digga. Oh mein Gott, ist das ein guter Hit. Digga, das einfach ringt der. Ey, ich krieg doch Knacks. So, mein Lieber, und es geht weiter. Dein Ogre aktiviert sich nur auf Normalbeschwörung. Ja. Bedeutet, der Effekt geht aktuell nicht. Ja. Warte, ich muss mal nachlesen. Ey, das sind so viele Monster hier. Perfekt, ich beschwöre als Normalbeschwörung meinen Woodsman. Und jetzt ist Zeit für ein... Nein, es ist gar nicht Zeit für einen Maskenwechsel. Es ist Zeit für die Battleface! Battleface! Oh nein. Nein, Maskenwechsel kommt gleich erst. Boom! Es wird Zeit für einen Maskenwechsel! Let's go! Oh nee, du holst diesen Dian. Oder Dian, oder... Ja, ich hole ihn und seine Ability ist sehr mächtig. Wenn ein Monster einen Kampf zerstört, habe ich einfach einen Hero aus dem Deck spezial beschwören. Attacke! Boom. Alter, das ist so assi aus der Hölle. Ich aktiviere seine besondere Fähigkeit. Das erlaubt mir jetzt, ein Monster spezial zu beschwören. Und du weißt ganz genau, welches Monster ich nehme. Elemental Shadow Mist! Shadow Mist Effekt. Das erlaubt mir, eine weitere Heldenkarte zu holen. Oh mein Gott, es geht noch weiter. Wie deine Fusionsmonster kontrolliert, das legen sie extra zu beschwören. Stufe und Grundstufe des Monsters. Haben die alle gleiche Stufe? Ja. Acht? Nein, nicht alle. Acht. Okay, die meisten haben acht. Jetzt nur die Frage, welcher ist sinnvoll auszutaggen. Oh, das ist ziemlich gut. Ich nehme damit... warte. Ja, sorry, der muss immer hier wieder. Ich nehme Gestaltwechsel. Ich aktiviere immer noch eine Battleface. Gestaltwechsel. Das erlaubt mir, meine Fusionskarte zurückzulegen. Und, oh mein Gott, ich habe so viel Auswahl. Ich kann rufen. Hä, das ist gar nicht der, den ich nehmen wollte. Hä, was? Ich wollte eigentlich. Hä, warum geht. Ah nein, es muss eine andere. Ich habe die gar nicht zu Ende gelesen. Ich glaube, es hat was mit Eigenschaften zu tun. Egal! Okay. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Okay. Ich habe diverse Optionen. Das ist, Okay. Ich nehme diese wunderschöne Karte. Boom. Oga, nein. Ich aktiviere seine besondere... Will ich das überhaupt? Ja. Seine besondere Ability! Ich verbanne meine Lady vom Friedhof. Wähle dein Monster und es verliert so viele Lebenspunkte. Attacke! Digga. Ey, wie soll man gegen den Scheiß gewinnen? Jetzt mal ohne Witz, Alter. Und jetzt, falls du gleich irgendwas machen solltest, verräterische Schwerter! Tschüss. Und dann bist du dran. Junge, was? Einfach Combo gespielt. Was zur Hölle? Was? Ich aktiviere Kartenzerstörung. Ich weiß nicht, was. Nein! Das okay, aber ist nicht schlimm. Was? Achso, der Effekt, Quick Effekt ist nicht. Nein, mein Pot of Greed geht weg. Mein Pot of Three. Mein Draw Three. Mach. Ey, das ist einfach nur Bastard. Was ist denn der Scheiß, Alter? Was ist das denn? Es ist noch lange nicht vorbei. Ich aktiviere Verstärkung für die Armee.
Es ist so dumm. Es ist so dumm. Und wir nehmen ja eigentlich Stratos, weil wir nehmen uns einfach Ressourcen vom Friedhof. So. Wenn du Glück hast. Warte, der verliert nur ATK, ja. Wenn du Glück hast, hat dein Monster ja mehr als 1,5. Battle of Faith. Meinst du? Battle of Faith. Was hat er jetzt? Hat er jetzt echt weniger? Oh nein. Battle of Shadow Mist! Ich kann ja nicht mal deinen Shadow Mist angreifen. So, ja. Weil da kannst du ja noch mal searchen. Das ist so dumm, ey. Also, du hast eh Schwerter. Es ist... Ey, Junge, Ich glaube, dir macht niemand einen Vorwurf. Meine Power ist einfach zu mächtig. Hast du nicht gesagt, dass man bessere Schulnoten braucht? Am Arsch hier! Ja, aber Spaß macht das ja wohl auch nicht. Und wie ich Spaß habe, das glaubst du gar nicht. Das freut mich für dich. Ich ziehe! Und es ist voll. Ich danke mir den besonderen Fähigkeiten von Ocean. Das erlaubt mir jetzt, meinen mächtigen Woodman zurück auf die Hand zu nehmen. Heißt überhaupt Woodman? Ja, Woodsman. Und jetzt geht es weiter. Ich beschwöre einen Blitz. Nee, Blitz brauche ich noch nicht. Ich beschwöre meinen Wood. Und jetzt, mein Lieber, ich greife an. Giri mit 3000. Boom. Hast du irgendwas? Ja, Search. Er rettet dich? Ja. Hast du irgendwas? Hast du irgendwie so Kurier oder so? Nein. Oh, so. Und jetzt Angriff! Ja. Bumm. Und Angriff! Warum greifst du nicht mit Ocean an? Weil ich noch zeigen will, was für eine Macht ich habe! Maskenwechsel 2! Ich wippe meinen absoluten Zero ab und nehme Shadow Mist weg. So, mein Lieber, was willst du tun? Das dunkle Gesetz steht dir gegenüber. Ey, wie ist das deren Animation? Ich weiß, warum ich aufgehört habe, Jura zu studieren. So, nehmen wir Stratos, falls was schief gehen sollte. Los, dunkles Gesetz, Attacke, Wanderstuhl! Oh, dieser Quick-Effekt die ganze Zeit. Ja, ich möchte den Quick-Effekt nicht nutzen. Angriff! Ey, nachdem wir so viel Spaß mit den guten Jane hatten, würde ich sagen, gehen wir nächste Runde. 3, 2, 1, Raddrehen und wir kriegen... Spaß also. Na, mal gucken, ob ich der Mathematik liege. Bastion. Okay, ja dann mal sehen. Da ist die Mathematik wohl zurückgekommen und wir selber müssen in diesem Fall jetzt Bastion spielen. Mal sehen, wie ich mich mit ihm schlagen werde. Aber jetzt könnt ihr erstmal gucken, wie weiter sich CK mit diesem Charakter schlagen wird. Und zwar auf seinem Kanal. Wie gesagt, das Ganze ist ein Best of 3. Bedeutet, schaut mal bei ihm vorbei. Und mir bleibt natürlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.